Wie immer, das eine ist offensichtlich. Guck mal. Ich habe schon wieder mit dem Gedankenspiel, ja, jetzt gehe ich dann erst hier runter, guck mir das an. Hier gibt es gar keinen Weg. Das heißt, ich muss hier zwangsläufig her. Oh, gut, okay. Hier ist etwas durch die Tür gebrochen, was deutlich stärker ist als die beiden Brüder. Portal gab. Könnte man bestimmt auch anders aussprechen. Ich wüsste aber gerade nicht wie. Also, ich finde schön, dass ich eine Fackel habe. Ja, weil die brauche ich für die beiden Brüder. Aber dennoch, dieses Knistern jetzt immer dabei, das ist gerade ein bisschen anstrengend. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Heinz Kirchen, den Gorn, so mein Hof. Einer mit Flammen, das heißt, ich muss ja mal gucken, wo beide sind. Genau, ich ging nebenbei umsehen, wo ich denn wohl hätten muss. Und ob es hier vielleicht ein paar schicke Bus gibt. Da ist der eine. Also man braucht wirklich beides. Also, hätte ich nicht gedacht. Braucht das eine? Taschen. Ui! Oh, jetzt habe ich gedacht, der wird mich doch noch brennend anspringen. Also man braucht die Taschenlampe und die Fackel. Dann ist es wahrscheinlich nicht möglich, die Taschenlampe am Anfang zu übersehen. Also das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich weiß auch jetzt im Moment auch nicht mehr, wie ich an die Taschenlampe gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube. Ach doch, die hatte Erik uns gegeben. Als er aufs Klo musste, ganz am Anfang. Und seitdem haben wir. Oder die richtigen. Hat er den richtigen Augenblick abgepasst? Jo, also. Um den Gedanken abzuschließen, Erik, Taschenlampe hatten wir, glaube ich, nicht wieder zurückgegeben. Ich weiß nicht, ob wir dahin müssen. So, hier ist es nicht. Ich vermute, dass wir hier wieder raus müssen, was oder mein erster Weg wäre. So, ich wollte halt erst gucken, ob es da drin noch etwas anderes gibt, weil mir das sonst zu. Hätte ich fast nicht gehört, dass die Story weiterging. Das war jetzt rechtzeitig noch kurz vorher abgebrochen. Also, das kam jetzt aus dem vorangehenden Geschichten. War mir das gar nicht so klar. Ach, guck mal. Hier sind wir direkt wieder oben gelangt.
Also das war mir gar nicht klar, aber die beiden Brüder scheinen die Kinder von Fenrir zu sein. Das wurde uns ja zumindest gerade mitgeteilt. Also so haben die beiden sich ja zumindest gerade unterhalten. Und da sind sie natürlich ein bisschen böse auf ihren Papa. Denn die sind ja hier eingesperrt und der Papa kriegt halt immer durch Erik Frischfleisch und ja, die haben hier überhaupt nichts. Also außer wie sie halt sagten, halt hier und da mal ein kleines Häschen, was sich hier rum hierhin verliert. You bastards! I can help you! Just let me go! Please! What say I room? Come be the Lord of me, brother! What have you not builder, Egmont? I have a key! I can open one of the doors! Hon har fyrir en likil Erik. Ek ser det. Åsar. Hon knåd løsa oss. Løsa oss i dir, brother. So? I can let you out of here. I just want to be left alone. Knåverd av er, knåd at jota en. Ek kjenner målen en er litt. Låta meg tala. Human. You wish to bargain with us. Oh god. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. You realize what this will mean for the Isle. You know our reputation. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. Very well. We have an agreement. The key opens the door behind you. Go and open it. We will remain here. Then you may leave. Huh? That's it? How do I know you won't just kill me afterwards? Huh, you don't. But neither do you have a wealth of options. If you would prefer to stay here, you may. We are unable to die. So we shall see who sees first. Besides which, we understand you have somewhere you wish to be, come sun up. You may decide. Fine. One of you comes near me, I'm going to throw this key, and good luck unlocking this door with your paws. Scheint so, als hätten wir einen Handel. Wie ich auch gemerkt habe, als ich jetzt hier gerade oben hochgelatscht bin, ich kann hier gar nicht mehr runter. Also in dem Augenblick wurde alles getriggert. Ich hätte mich noch bewegen können. Aber ich wollte jetzt während des Textes halt mich nicht großartig bewegen, damit wir halt sehen, was die Wölfe so tun und so weiter. Jo, recht haben sie. Die sind unsterblich, wir nicht. Wir könnten jetzt ewig hier in der Hütte drin bleiben oder wir riskieren es, lassen die raus und ja, schauen dann, wie es weitergeht. Also gut. Nicht wieder zu. No, you promised. Don't call it end. Lord of Stargohanar. Scott. Ihr Schweine. Na komm, ich will beide Brüder einmal verschrecken. Ey, der registriert und der reagiert. Wenn ich die Tor doch aufgemacht habe, muss ich das doch auch wieder zumachen können. Komm. So haben wir immerhin ja nicht gewettet, ne? Scheiße, das geht gar nicht. Okay. Das heißt, Rennen ist angesagt. Nee, nee.
so nicht. Ha, krieg ich den. Ja, das Blöde ist, der hängt jetzt da fest. Ich will mir aber da hinten noch die Ecke angucken. Ich gehe davon aus, dass wir nach links müssen. Oh ne, der Gang. Ne, der Gang geht zu weit. Ey, ich hab den doch angefackelt. Blöder Bruder. Das ist nicht mein Bruder. All thanks to you, little creature. Bruder, mit eurem Lars. Seriously. Wenn die uns hier jetzt hintergehen wollen, wir schnell einmal gucken, was wir hier gucken können. Oh Gott. Ich habe gerade schon gesagt, sollte das schon alles gewesen sein? Hätte ich wirklich nur nach links gemusst? Und jetzt werde ich mal erst geradeaus gehen. Und dann nach links. Also hoffentlich, dass ich so weit wieder zurückkomme. Hey! No! You promised! Das geht gar nicht. Glaubt, das ist so gepolt, dass ich das gar nicht machen kann. So, einmal werde ich noch. Einmal werde ich noch. Nicht dann zwischendurch, aber hoffentlich rechtzeitig und ein bisschen früher, vorzeitiger umdrehen. Um die halt noch einmal wegzuscheuchen. Nee. Okay, das ist nicht geplant. Gut, da ja nicht geplant ist, dass wir vor denen flüchten können, gehen wir direkt hier rein. Dann uns natürlich einmal die Brüder noch zum Schluss angucken. Hey! No! You promised! Da kommen die. Aber hier kommt sie halt nicht rein. Also wir haben alle Möglichkeiten abgegrast, die es da drin gibt, und das scheint der tatsächlich richtige Weg gewesen zu sein. Auch hier hätte ich von Anfang an wieder einen richtigen genommen. Das nervt mich langsam. Denn auch hier, theoretisch sind das jetzt 5 Minuten, die fürs Spiel nicht essentiell waren, aber hätte ich sie nicht gemacht, hätte ich das nicht herausgefunden. Dass es nur diese Möglichkeit gibt. Wo sind denn hier so viele Totenschädel? Ich dachte, das wäre der Bereich von den Dorfbewohnern gewesen, wo die ja sicher rumlaufen konnten. Oh, guck mal, wir haben unsere Fackel da oben liegen lassen, als wir da durch sind. Taschenlampe haben wir. Also scheinen uns die Wölfe hier draußen wohl nicht mehr zu begegnen. Oder beziehungsweise, ja, es ist ja gleich Tag.
Und das scheinen die beiden ja nicht so zu mögen. Ah, hier die Tor, das Tor. Hören wir sie noch auf der anderen Seite? Es scheinen ja mehrere Tore oder Türen zu sein. Ah, jetzt macht mir das Bild auch Sinn. Guck mal, das sieht aus wie ein Wolf. Ist mir vorhin am Anfang gar nicht aufgefallen, oder? Das Bild sah vielleicht anders aus. Aber das Schloss, also dieses Emblem, was da vorne vor uns sieht, wirklich aus wie ein Wolf. Mir gar nicht aufgefallen. Die verschleierte Dame. Hütet euch vor der Hexe im Sumpf. Die abscheuliche Magie des alten Weibes bringt Visionen von Schreckenstaten aus dunkler Vergangenheit hervor. Zwingt euch, sie nochmals zu erleben. Verführtes Volk wartet ins Moor und kehrt niemals zurück. Vernehmt ihr ein liebliches Summen, besteht keine Schande darin, umzukehren. Hütet euch vor dem verschleierten alten Weib. Männer der Hirt. A witch in the mire? Jesus Christ, you can't be serious. So, also jetzt hat sich aber auch. Jetzt quatscht sie. Ganz am Anfang hatten wir ja immer dieses. Dieses Übersprochene. Also von der Vergangenheit her, was sie halt im Vorfeld erlebt hat und wie sie dann das jetzt wieder erlebt. Und jetzt sind wir in der Situation. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert, was sie erzählt. Dass sie da die Vergangenheitsform mit der Zukunft, mit der Gegenwartsform vielleicht sich vertan hat. Aber nein, das passt ja, weil wir ja im aktuellen Geschehen sind. Also wir müssen jetzt auf ein liebliches Summen hören. Und hören wie dieses, drehen wir um. Vermute, hier ist wieder gewollt, dass wir hier runterplumpsen. Genau. Damit haben wir uns jetzt auch den Rückweg. Geht jetzt auch noch ein Gewitter auf. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall den Rückweg versperrt und wir sind gezwungen, in diese Richtung weiterzugehen.